im Prinzip weiß kein Programm von dem anderen, was da noch läuft. Jedes Programm denkt, es würde allein im Rechner laufen, sodass ich also die Möglichkeit habe, diverse Programme gleichzeitig laufen zu lassen. Jeweils eins im Vordergrund, das ich also auch bediene, und eins oder mehrere im Hintergrund. Die Programme können sich gegenseitig Daten austauschen und so weiter. Das ist also sehr, sehr hoch. Und so ein professionelles Programm haben Sie uns ja auch mitgebracht. Ja, sicher. Wir haben hier eine Textverarbeitung. Und gerade in dieser Textverarbeitung zum Beispiel wird auch wieder der Bediener unterstützt mit der Maus. Das ist also eine sehr praktische Sache. Ich kann mich im Text hier bewegen, zum Beispiel mit der Maus. Und ich habe auch wieder diese Menüs zum Runterziehen hier. Kann mir da aussuchen, zum Beispiel die Schriftarten oder verschiedene Extras. Und habe hier die Symbole, die einzelnen. Und diese Symbole kann ich also auch wieder direkt anwählen. Und kann damit Operationen auslösen. Prima, vielen Dank für die Information. Das war jetzt eine ganze Menge, was wir vom Amiga erfahren haben. Ist natürlich nicht alles. Wer auch von euch Interesse hat, noch mehr Informationen über diesen Rechner zu bekommen, kann an uns schreiben. Legt bitte 80 Pfennig Rückporter dabei und einen Rückumschlag. Dann bekommt ihr von uns Antwort. So, jetzt zurück zu Biggie. Vielen Dank, ihr zwei. Es war schon eine schöne Demonstration. Vielleicht sollte man noch sagen, dass das Gerät jetzt im Frühjahr auf dem Markt erscheint. Die Firma Ariola Soft hat auf dem Amiga schon einige Programme geschrieben. Eines möchte ich euch noch mal kurz vorstellen. Es heißt Seven Cities of Gold. Es spielt so in der Zeit der kühnen spanischen Eroberer und ihr seid ein Abenteuerlustiger. Ihr seid voll ausgerüstet und sollt die großen Gebiete Nord- und Südamerikas erobern mit ihren wirklich großen Schätzen. Und wir schauen uns jetzt gleich dazu mal ein paar Bilder an. Nicht von ungefähr beginnt dieses Entdeckerspiel Ende des 15. Jahrhunderts, in dem, wie ihr wisst, Amerika entdeckt wurde. Und unser kleiner Seefahrer besteigt also sein Schiff und macht sich auf die große Reise. Der Vorrat an Verpflegung wird wochenweise aufgebraucht und angezeigt und ist selbstverständlich auch zu ergänzen. Das sehen wir jetzt gerade. An Land angekommen, hat man nun zu entscheiden, wie viele Leute der Mannschaft mit auf die Expedition gehen. Danach verlässt man das Schiff, gibt sich auf die Suche nach eingeborenen Dörfern. Durch die Bewohner kann man durch geschicktes Taktieren und Verhandeln mit dem Häuptling Schätze oder zumindest Verpflegung erhalten. Allerdings muss man auch darauf gefasst sein, nicht immer freundlich empfangen zu werden. Jetzt machen wir uns gleich auf die nächste Reise. Und das Interessante an diesem Spiel ist, dass man alle wichtigen geografischen Punkte Nord- und Südamerikas vorfindet. Ebenso verhält es sich mit den Volksstämmen der damaligen Zeit. Und so begegnet man alten Kulturen wie denen der Inkas und Azteken, die bekanntlich ja immense Goldschätze horteten. Jetzt begeben wir uns wieder an Land mit unserer Mannschaft, die wir ausgewählt haben. Wie viele Leute nehmen wir mit? Das reicht. So. Und mit dieser Mannschaft traben wir los, auf das nächste Dorf zu. Und dort finden wir wieder Eingeborene. Diesmal sind sie ein bisschen netter. Vollständig beendet ist das Spiel erst, wenn die gesamte Karte Amerikas durchwandert wurde und alle großen Flüsse und Seen entdeckt worden sind. Jetzt begeben wir uns mal wieder heim. Eine Beförderung durch den spanischen König richtet sich danach, wie viel Gold man mit zurückbringt, und je friedlicher dieses Ziel erreicht wird, desto höher fällt dann der Titel aus. Hier sehen wir mal, was er alles so da hat. Unser Eroberer. Jetzt wagt er sich in den Palast des Königs. Und der sagt, er ist ein lausiger Eroberer. Und das schmeckt ihm gar nicht. Also geht er jetzt in den nächsten Pub. Was er da macht, brauche ich euch gar nicht zu erzählen. Das war's heute mal rund um den Amiga. In der nächsten Computer Corner zeigen wir euch den Bericht von der Verleihung der goldenen Diskette. Und bis dahin sage ich Tschüss.